So, Freunde, willkommen zurück bei Grand Theft Auto Vice City. Das steht noch da. Cool. Wir holen uns den nächsten Auftrag. Aber ich glaube, wir könnten noch ein paar Waffen ausrüsten hier. Ja, hier Blaulicht an und ab geht die Post. Da machen sie uns alle schön Platz. Ich glaube, ich werde mich noch kurz ein bisschen ausrüsten. Oder meint ihr, kommt man mit dem zurecht, was man hat? Ich weiß nicht. Boing. Boah. Ach du Scheiße, so sterben ist bestimmt auch nicht angenehm. Ja, viel mitkriegen wird man nicht mehr, außer man fliegt halt durch die Luft. Hallo? So war das natürlich jetzt nicht geplant. Weg! Weg, Polizei, weg! Da explodiert gleich alles. Oh Mann, das ist mal wieder eine Amokfahrt hier. Ja, ich muss natürlich in den Ammunition Shop kommen und mich ausrüsten mit Waffen. Ja, jetzt was haben wir? Das ist gut. Von der haben wir auch noch. Ja, von der könnten wir noch ein bisschen was mitnehmen. So. Ein paar Schussmunition. Die hier könnten wir auch mitnehmen. Was? Wie jetzt? Ah, nee. Ich hab schon gedacht, da wurde jetzt was ersetzt. Präzisionsgewehr ist auch gut. So, mehr brauchen wir eigentlich nicht. Okay. Und dann dürfen wir zum nächsten Auftrag fahren. Komm, ich lösche euch alle. So, machen wir Platz hier. Feuerwehr kommt. Ups. Weg. Ja, ja. Ich weiß. Ich komme auch. Feuerwehr. Ist hier. Leute, Platz machen. Weg. Kurve. Wo muss ich denn eigentlich jetzt hin? Moment. Halt erstmal hier wieder. Mann, wie schaffe ich das? Mann, ist der blöd. Der wollte abbiegen. Und hat die Kurve nicht gekriegt. Voll gegen die Hauswand. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir hier die Straße reinfahren. Hier. Schönen Bogen machen und einmal rüberziehen den Karren. Oh, nicht so weit. Ah! Weg. Ups, Entschuldigung. War nicht mit Absicht. Au. Au. Weg. 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 Und sie schießen wieder auf mich. Wie immer. Ja, aber bei dem gibt es doch bestimmt noch mehr zum Einsammeln, oder? Hat der hier noch was? Ah, hier hat er nochmal so ein Patriot. Ich glaube, der sammelt die, ne? Hey, was macht denn ihr jetzt hier? Sag mal. Erstmal Auftrag rein. TNT Whiskey. Hey Phil, how's it going? Hey Tony! How you doing? This bitch you lost. I swear you should lay off that boomshine, man. Smells like paint stripper. It's make my eyes burn. Shh, Tommy. Hey, come over here because there's something I want to show you. Shove shit. Oof, God, should I be able to smell that from way over here? Don't you worry about the smell. You just watch this. Shitty, cheap badness or something. There's some more on the bench. Ta-da! Oh, damn! Der Typ ist doch total am Arsch, Mann. Schnell bringt Phil ins Krankenhaus. Bin ich betrunken? Alter! Sag mal! Vietcong? Was? Vietcong? Alter! Alter! Wo ist denn das fucking Krankenhaus? Ey, in dem Zustand fahren ist echt krass. Vor allem, wenn die anderen nicht aufpassen. Ich fahr mal lieber hier.
gucken, ob ich das schaffe, ob ich den auch heile. Nein! Nein! Nicht ins Krankenhaus, Mann. Zu viel Kopf. Was? Little Havana. Ah, super. Jetzt soll ich den auch noch zu so einem Guru-Arzt bringen. Ex-Vietnam. Warte mal da vorne. Der Typ, der ist schon halb tot, glaube ich. Ah, hier. Dem fehlt der Arm! Der läuft doch dahin. Geil! Füllmission erfüllt. Gehört das Ding jetzt mir? Wow! Yeah, eine Gatlin! Wie lange bleibt der Zustand jetzt so? Plus 4000, okay. Also komm, wir gehen mal zum Schrotti wieder. Da können wir ein bisschen Waffen einkaufen gehen. Auch nicht schlecht. So, na lass mal sehen, was es da gibt. Wo waren jetzt nochmal die Einfahrt? Moment. Auf jeden Fall war es im Feindgebiet, weil die haben immer auf mich geschossen, wenn ich dort war. Da ist mein Taxiunternehmen. Ich glaube, hier war es, oder? Nee, hä? Nee, weiter hinten. Jetzt pass mal auf. Da. Da ist es P. Auf jeden Fall kriegen wir hier gute Waffen. Ja. Oh, Telefon. Tommy, it's Phil. I want to thank you for helping me out back there, son. Damn Charlie, he'll always ambush you somewhere or the other. Anyway, the wound is healing well, and it means I'll no longer be defrauding the government on my disability check. Verdammt, der wird man lesen, überall, wo man hinschaut. So ein Kranker, ey. Ja, da wollen wir natürlich die auch noch mitnehmen, ne? Haben wir die Dicke immer noch? Nein, jetzt ist sie weg. Ach, schade. Ach, man kann nur... Ah, man kann immer nur eine so große Waffe haben. Gatlin. Ach so ist es. Was soll man mitnehmen? Soll man so eine Gatlin mitnehmen? Oder lieber so eine? Ah, die Gatlin sieht gut aus. Ja, die ist gut. Ja, dann nehmen wir noch ein bisschen Munition mit. Das auch reicht. So, okay. Achso, kann ich jetzt weitermachen? Nee. Habe ich jetzt gar keine Mission mehr wieder. Was? Wie? Was wäre? Phil? Mal kurz die Kohle mitnehmen von meinem Taxiunternehmen. Wer jetzt Stress macht, der hat Stress. Ah, da ist keiner. Okay. 5000. So. Weg! Druckerei. Ist auch noch Kohle. Hey, das Taxi sieht einfach nur geil aus. So. Okay. Da gibt's auch noch ein bisschen was. Ja, nicht, dass mir die Kohle ausgeht. So. Für unsere Villa gibt's auch noch ein bisschen was zu holen. Warte mal, ich will die neuen Minigun ausprobieren, wenn wir schon mal hier sind. Ach du Scheiße, die geht aber voll dreckig ab. Boah, fuck ey. Oh ne, jetzt habe ich wieder die Drecksbullen am Hals.
Das war zu viel des Guten. Okay, egal. Rein da. Ey, wieso schießen meine eigenen Leute hier auf mich? Geht's noch? Was? Noch nicht voll? Wie jetzt? Ich muss Waffen kaufen. Wo gibt's eigentlich meinen nächsten Auftrag? Meine blöde Frage, ne? Jetzt fahren wir erstmal zum Malibu. Aber ich fahr hinten rum, um mir das Sternchen-Ding zu holen. Dass die Bullen sich wieder verpissen. Ey! Ey! So. Einmal so, einmal so, einmal so durch. So, so. Einmal hier hoch. Och nö, verpiss dich. Einmal Sternchen. Und nur noch eins. Das geht noch von alleine weg. Kohle? Schon voll? 10.000! Zack! Jawohl. Und wir sehen uns dann gleich im nächsten Part. Es geht weiter. Hoffe ich doch. Aufträge technisch habe ich jetzt leider gerade nichts mehr, aber ich schau mal, wie es weitergeht. Bis dahin. Ciao.